Yo Leute, Ludwig's wieder am Start hier und heute mit einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Und heute will ich eine kleine Base-Führung mit euch machen und ein bisschen Metall von unserem Metallberg holen. Ja, Base-Führung ist ein bisschen durcheinander jetzt gerade mit den Dinos, aber ich fange erstmal an, was für Dinos wir überhaupt alle haben. Also wir haben hier einmal einen High-Level-Säbelzahntiger, dann haben wir hier einen normalen Säbelzahntiger. Ja, beide Säbelzahntiger, aber der ist halt nur Level 68. Dann haben wir hier ein High-Level-Kano. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass das Gürteltier hier ein Mutant ist. Also es sieht zumindest aus wie so ein Mutant. Weil Mutanten sind immer so, haben ja immer andere Farben und so. Und auf jeden Fall ist der, sind es zwei Gürteltiere. Ja, das eine hat einen sehr schönen Namen, wie ich finde. Metal-Leute, ne? Ich denke mal. Die meisten wissen, wer gemeint ist. Hier unseren Kroko Level 58 und hier unseren High Level Sarko. Der ist ziemlich krank. Der hat 2698 Leben und der Nahkampfschaden ist bei 386%. Also das ist schon wirklich gut. Hier haben wir unseren ersten Rex. Der ist, ja, Level 100 kann man sagen. Der hat auch, ja, der ist gut. Der hat viel Ausdauer und auch viel Leben vor allem. Das ist ein guter Rex. Dann haben wir hier noch unseren 84. Das ist, ja, das ist kein so. Er ist ein guter Rex, aber ja. Hier unseren Iguanodon, unseren ersten. Hier ist nochmal ein Belzebufo, ein Albino. Hier unseren Bronto 100, Level 108. Hier ist der Satan, der ist 68. Hier ist die Cherry, die ist 76. Das sind halt unsere Rexe. Hier ist nochmal ein Albino Rex, Level 59. Hier ist der Schafzahn, unser allererster Rex. Mit seinem Bionic-Kostüm. Hier ist ein Allosaurus. Und hier kommen jetzt nochmal die ganzen Spinos. Hier ist nochmal ein paar Racer, da oben ist ein Quetz, den wir eh dann gleich nehmen. Und hier ist der Money. Und hier ist unser Hirsch, der Dürnjäger heißt, auch High Level. Hier ein Oviraptor für die ganzen Eier. Und hier der zweite Iggy. Hier unsere zwei Baryonyxe, der Raptor. Hier ist ein, ja, ich weiß nicht, Pullovia oder so heißen die, glaube ich. Hier sind nochmal zwei Ankylos. Hier ist dann ein Stego, drei Trikes und ein. Wie heißen die gleich nochmal? Wie heißen die nochmal? Ja, genau, Pachyrhinosaurus heißen sie. Pachyrhino. Die Pachyrhinos, dann haben wir hier nochmal ein Belzebufo. Ein Skorpion. Kabusukus. Und noch so ein Pachy. Ja, das war's dann schon mal im Groben von den ganzen Dinos. Also hier sind noch überall so ein paar kleine Dinos, aber. Für die muss ich jetzt nicht irgendwie was erwähnen. Also das ist dann unsere Base hier. Ja, ganz schlicht gehalten eigentlich. Hier überall halt so Kistenlager. Weil wir unsere ganzen Sachen da drin lagern. Jetzt gedacht. Hier Kühlschrank hat aber leider keine Energie, weil wir ein bisschen mager mit Benzin gerade dran sind. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm. So. Ja, und dann geht's halt hier oben rauf. Ja, wenn ich auch immer so. Wenn ich auch endlich mal hochkommen würde. So, hier geht's dann hoch und dann begrüßt euch hier unser Quetz, der Zeus. Der, ja. Und hier oben ist übrigens nochmal ein paar Trophies. Und hier ist nochmal so ein kleines Haus, wo so ein Stromgenerator drin ist. Hier sind nochmal unsere zwei Terrizinos. Hier nochmal ein paar Petris. Hier nochmal ein Argentaris und ein Pelagonis. Ja, hier war mal das Gewächshaus, aber das wird wieder aufgebaut. Das ist irgendwie, die ganzen Glaswände und alles sind weggebuggt. Fragt mich nicht wieso. Also entweder sind sie weggebuggt oder sie wurden halt abgerissen. Naja, auf jeden Fall fliegen wir jetzt mal mit unseren Quetz und holen uns etwas Metall, weil wir brauchen Metall und Kristalle, um eben das Gewächshaus weiterzubauen. Und es geht am besten mit dem Quetz. Der ist zwar jetzt durch das Update ein bisschen langsamer geworden, ist aber immer noch vernünftig schnell. Naja, vernünftig schnell, er ist schon lahm, er ist schon stinklahm. Aber kann man nichts machen. Und dann kann ich die Chance auch gleich nutzen, wenn ich jetzt eh hierhin fliege. Und zwar fände ich es mal schön, wenn ihr ein paar Videoideen in die Kommentare schreibt, denn ja, ich habe jetzt zwar PVZ und ARG am Laufen, aber. Ja, sonst weiß ich halt. Oh, ein Tabacera. Sonst wüsste ich jetzt gerade nichts, was ich Let's Play. Hey, haust du mal bitte ab. Sonst wüsste ich jetzt ja gerade nicht, was ich Let's Playen sollte.
Deswegen würde ich gerne mal von euch wissen, was ihr so sehen wollt. Also ich habe einiges an Spielen und ja, ich schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ob ihr eher Live-Commentaries sehen wollt, ob ihr ein Spiel sehen wollt, wo ich die Story Let's Play, ob ihr was sehen wollt, weiß der Geier. Also entweder Story Let's Play, Commentaries, dass ich dann einfach BO3 oder so ein paar Commentaries aufnehme. Sowas können wir natürlich auch gerne machen. Ja, sowas halt. Oder ob ich mir vielleicht auch ein paar GTA-Videos machen sollte. FIFA habe ich auch. Das könnt ihr entscheiden, was ich machen sollte. So, dann beladen wir mal den Quetz hier. Das könnt alles ihr entscheiden. Weil ich hätte auf alles Bock. Ich kann mich bloß nicht entscheiden. Und ich will jetzt nicht alles zusammen auf den Kanal bringen, weil man das meistens nicht durchzieht. Ich will das ja nicht irgendwie nur 2 Folgen lang machen oder sowas. Ich will da schon, wenn, ein paar mehr Folgen machen. Und das kann man ja, wenn man eh schon so eine kleine Community hat. Also, ja, also ich sag mal schon, dass ich so eine kleine Community schon hinter mir stehen habe. Sieht man ja an den Likes und so. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen kommentarfaul ist. Ja. Aber sie zeigen es wenigstens mit den Likes, muss ich sagen. Und der Quetz kann verdammt viel tragen. Ey, der ist jetzt schon bei 1980 Gewicht. Das ist ziemlich gut. Und ich glaube, hier haben wir alles an Metall ausgebeutet, oder? Ja, hier haben wir alles ausgebeutet. Also, ihr könnt auch natürlich mehr Arg anfordern. Also, es ist mir alles recht. Auf Arg hab ich auch Lust. Also, wenn ihr mehr Arg sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das Problem ist halt, dass halt meistens immer keiner in die Kommentare schreibt. Aber es wäre halt echt mal wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn mal wirklich einer in die Kommentare schreiben würde, was er sehen will. Commentaries. Eher Multiplayer. Ist hier gerade nicht die Musik gewesen? Nee. Ja, Multiplayer, keine Ahnung, Leute. Ihr müsst mich das echt mal wissen lassen. Weil ich will mich ja auch. Ich will mich zwar jetzt nicht komplett euch anpassen, weil ich eigentlich das aufnehme, auf was ich Lust habe. Weil es soll mir auch Spaß machen, das Let's Playen. Aber so ein bisschen an euch anpassen oder ein bisschen an euch orientieren kann ich ja schon. Weil dann haben wir beide was von. Weil ich nenne euch ja die Sachen, die mir Spaß machen. Ihr wählt euch was aus. Und dann passt es ja. So, wird der gerade angegriffen? Nö, ne? Nö, den Quetzel geht's gut. So. Ja, bei Gameplays ist halt eigentlich auch immer so eine Sache, weil, ja, Gameplays musst halt erstmal ein gutes Gameplay schaffen. Am BO3 zum Beispiel sitze ich da schon sehr lange dran, dass ich da mal was Gutes hinbekomme. Weil, ja, das ist halt ziemlich schwer. Und dann habe ich ja noch in Arc so ein Arc Tutorial Evolved Format. Da bringe ich halt ein paar Tutorials und sowas raus. Und es kommt auch gut an. Also, wenn man mal überlegt, dieses schnell Zement farmen bei mir, das hat ja an die 800 Aufrufe oder so. Das ist ja bis jetzt mein Spitzenrekordhalter, was die Aufrufe betrifft. Dieses schnell Zement farmen. Das ist wirklich. Puh, das hat. Geht auf die 1000 Aufrufe zu, definitiv. Und hier einer. Hier läuft einer mit seinem Mammut rum. Achso, der hat sich hier angesiedelt am Sumpf. Okay. Schön. Aha. Gut zu wissen. Hier mit seinem Bronto. Das hat er gelb gefärbt, alles. Ja, einen Rex hat er auch. So, die nehmen hier gerade ein Sarko auseinander. So, ein Rex Level 77, okay, und ein Mammut. Mammut Level. Welches Level war das Mammut jetzt gerade? 60, okay, Manpower. Aber wenn die keinen Quetz haben, wie haben sie das Mammut denn? Ja, okay, Floß, aber das ist trotzdem noch ein weiter Weg. Naja, ist ja nicht mein Problem, wie die das schaffen. Ja, eine Baumplattform müssen wir uns auch noch eine neue bauen. Hatten wir eigentlich eine, aber die ist uns leider kaputt gegangen. Wurde auch abgerissen, wissen wir auch nicht warum. Aber naja, was will denn. Ach ja, hier baut sich auch einer eine kleine Base. So eine kleine Holzplattform-Base, okay. Sieht auch nicht schlecht aus, interessant.
Aber dann kann man, ja, ist ziemlich wenig Platz, finde ich. Das wird er später merken. Irgendwann bekommt er Platzprobleme, weil so ein Rex oder so ein Spino, gerade in Giga, wenn er irgendwann mal einen Giga hat, der nimmt Platz weg. Man, er kann ja erweitern. Er hat hier keine Platzprobleme. Das ist ja, da ist ja auch keiner. Aber trotz alledem. Was hat denn euch angegriffen? Trotz alledem, Giga oder ein Rex, selbst ein Rex schon nimmt Platz weg. Wir haben damals auch sehr lange gebraucht, bis wir unsere Base ausbauen konnten. Also weil wir hatten zuvor eine andere Base. Das könnt ihr ja in meinen alten Videos mal gucken, wie die da aussah. Und ja, Leute, hier ist ein schöner Rex. Level. Ja, 20. 20 ist nur Futter. Ich finde, ein Rex muss schon mindestens Level 80 oder so sein, weil sonst ist er nur Futter. Weil ein 20er bringt nicht viel. Der ist vielleicht für die Anfänger gut, aber ich finde jetzt, für uns lohnt sich ein 20er Rex nicht mehr, weil wir haben eh schon genug Rexe. Und deswegen nehmen wir auch, wenn nur die Hai. Hai-Rexe, hier ist schon wieder ein Rexe. Hier ist schon wieder ein Rexi. 45, okay. Ist schon besser, aber. Oh, hier ist ja noch unser Petri. Hab ich ganz vergessen. Ist schon besser, aber immer noch nicht gut genug. Ja, ein Rex muss schon besser sein. So, weil ihr seht ja auch hier, die Rexe sind alle, also manche vielleicht sind noch 50, 1 bis 2, aber ansonsten sind die alle schon sehr hoch gelevelt. Also da kann man nichts sagen. So, dann landen wir unseren Quetz mal wieder hier auf der Plattform. Und nehmen mal die Beute hier raus, denn jetzt wird geschmolzen. So, der ist nah an der Base, das ist aber kein Problem. Ich würde mal sagen, den nehmen wir mal schnell auseinander hier. Dann kann ich euch mal zeigen, was so ein guter Rex gegen so einen, naja, mittelmäßigen Rex anrichten kann. Zwar nehmen wir einfach mal hier unseren Kampfkoloss. Der macht zwar nicht so viel Schaden für einen Rex, aber der hat dafür ordentlich Leben. Ordentlich Schmackes hat der. Und ich nehme jetzt den mal so. Und vor allem Leben hat er. Leben hat er. Also, er hat sehr viel Leben. Das ist, glaube ich, der Rex, der am meisten Leben von uns hat. So, Rex gegen Rex. Komm mal her hier. Also, ihr seht, ich glaube, er hat mich nicht einmal angegriffen bis jetzt. Ja, das seht ihr schon. Der macht nicht das meiste Schaden. Der macht mir gar keinen Schaden. Was ist denn los mit dir, ey? Okay, also der Rex ist wirklich ein Taugenichts. Das ist wirklich nur Futter. Jo, der ist weg. Der ist definitiv weg. Also entweder hat unser Kampfkoloss so viel Leben oder ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich glaube, das könnte vom Fallschaden gewesen sein, was er verloren hat. Ich weiß es nicht. Aber der hat ja wirklich keinen Schaden gemacht hier. Ja, das ist halt ein 45er Rex. Die sind halt nicht so wirklich gut. Sag mal, für den Anfänger passt so ein Rex natürlich. Das ist. Da will ich gar nicht widersprechen, aber ich denke mal, für so uns wird ein Rex so nicht mehr in die Tüte kommen. So, aber hier war doch noch ein Rex. Ja, da hinten ist er. So, machen wir nochmal so einen Brüller, dass die anderen auch noch abhauen. So, zack. Ich bin hier der Master. Und dann gehen wir mal zu dem Rex hier hin. Diese kleinen Viecher, die einen immer blockieren. So ein Frosch hier, ey, du bist ganz schön frech. Und das ist jetzt hier ein Trodon, ja, die Trodons, die sind mies. Leute, Leute, haltet euch vor Trodons fern. Trodons sind wirklich der letzte Abschaum hier. Das ist wie ein Camper in BO3. Die regen nur auf, Mann. Die siehst du mal nicht und auf einmal beißen sie dich ein, zweimal und du bist bewusstlos. Und dann, ja, dann können sie in Ruhe an dir rumknabbern. Dann können sie sich in Ruhe das Besteck zurechtlegen und können dich dann langsam vernaschen. Ja, weil ein Ton auch mit Besteck ist. Ja. You know what I mean. So. Komm mal her hier, Grünspan. Ist echt ein ganz grüner Rex hier. Schick sieht das schon aus. Haben wir noch keinen in unserem Sortiment, so einen grünen. Ah, ist der blöd. Was ist mit dem Rex los hier? Hallo, ich bin dein Gegner, nicht dieser Petri.
Oh ja, der macht aber schon, ja, auch keinen deutlichen Schaden. Aber ich habe das Gefühl, der hat irgendwie mehr gemacht als der andere. So, dann haben wir die zwei Rexe mal aus dem Leben geschafft. Weil die braucht keiner jetzt. So, dann laufen wir mal wieder hier durch und gehen mal wieder zu unserer Base. So. Ja, so, da vorne ist noch ein Bronto. Der ist Level 10 weiblich. Ah ja, ein weiblicher Bronto, den können wir doch nochmal auf dem Weg. Als Zahnstocher können wir den nochmal benutzen hier. Na wohl, als Zahnstocher wäre das so ein Stego. Ein Stego wäre doch ein guter Zahnstocher. Ich meine, jetzt verputze ich hier nochmal so ein Bronto, der richtig lecker ist und richtig viel Fleisch bringt. Der sieht auch außerdem auch sehr schön aus. Rot, so ein... rot, ich bin blöd, ey. Na, jetzt langsam wird er langsam rot. Ja, das ist, ist schon richtig, aber... Ja, ein dunkles Grün, so schwarz-dunkelgrün, das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Ja, Brontos sind schon schöne Dinos. Sind, so viel ich weiß, auch die größten. Also der Giga, der Giga ist fast genauso groß wie so ein Bronto, aber ich glaube, der ist noch ein Stückchen kleiner. Also wenn, ja halt wegen den Hals halt, ne? Ist der Giga, glaube ich, etwas kleiner als so ein Bronto. Aber, naja, Giga ist natürlich stärker als ein Bronto, das ist ja klar. So. Ah, da vorne ist so ein Terizino. Welches Level hat denn der? Ach, 125, das ist ziemlich viel. 125er Terizino, Meint ihr, das wird mein Rex überleben? 5000 Leben. Level 125er Terizino. Ich weiß nicht. Wir werden es rausfinden. Ich kann euch schon mal eins sagen, wenn ihr gegen Terizinos kämpft, unterschätzt die Viecher nicht. Die sind verdammt stark. Mit verdammt stark meine ich auch wirklich verdammt stark. Also, die dürft ihr keineswegs unterschätzen. So ein Terizino macht schon locker eigentlich mal einen Rex down. Und das schaut euch an. Jetzt könnt ihr das ist eigentlich bester Vergleich, weil ihr habt jetzt vorhin gesehen, wie ich gegen den Rex gekämpft habe. Und jetzt guckt mal an, so ein Terizino. Ja, habe ich eine Party-Einladung gekriegt. Schaut mal an, so ein Terizino ist eigentlich viel, viel kleiner als so ein Rex, aber schaut euch an, was der anrichtet. Ja, zwar trotzdem keine Chance gegen Kampfkoloss, aber wäre Kampfkoloss jetzt Level 20 oder sowas, ich glaube, dann wäre er ziemlich tot. Aber... Ja, das ist... Ja, das ist halt leider ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Naja, gut, aber dann gucken wir uns mal hier, so ein Stego hier. Das wäre doch ein guter Zahnstocher. Komm mal her, hier. Komm mal her. Komm mal her, kleine Stegolein. Ich brauche einen Zahnstocher. Du hast ja hier so Spikes hinten. So richtige... Ah. Da kann man gut den Dreck aus den Zähnen wegmachen. Oder in den Zwischenräumen. Ich meine, unser Rex hier muss ja eh bald wieder zum Zahnarzt. Und ich habe ihm tausendmal gesagt, wenn er frisst, soll er sich danach doch mal ein schönes Stego zur Brust nehmen und seine Zähnen-Zwischenräume sauber machen. Weil, tja, die Rechnung ist immer hoch bei ihm. Gerade beim Kampfkoloss, der frisst immer sehr viel. Ja, natürlich nicht. Aber, ja, das soll es dann eigentlich auch schon wieder gewesen sein von der Folge. Und ich muss sagen, komm, ein Abschiedsbrüller hier. Wäre schön, wenn ihr in die Kommentare mal ein bisschen was reinschreibt, was ihr so sehen wollt. Und mal sagen, der Brüller ist nur für euch, für meine Lutrixo-Army. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und tschüss.